Hallo, herzlich willkommen zurück zur Schwertküste. Weiter geht's. Wir wollten hier lang, wir wollten hier ein bisschen in den Wald rein und nach den Rekruten, nach den Söldnern gucken. Ein kaputter Wagen mit Gold. Ein Goldbrokat Gewänder. Was soll ich denn damit? Sehen wir später. Übrigens, vielleicht auch noch erwähnenswert, ist mir mal so eingefallen und auch aufgefallen beim letzten Mal erst, dass es nur einen einzigen Spielstand gibt. Diese Politik kannte ich noch nicht, gerade bei RPGs ist das ja eher unüblich, wo man auch gerade so mehrere Entscheidungswege hat und so. Da kann man da eigentlich normalerweise dann alte Spielstände laden und dann ist. Wow, wer ist er? Alter. Daneben. Den habe ich ausgetrickst. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, dass es nur einen einzigen Spielstand gibt. Denn auch der Quicksave, wenn man F5 drückt, speichert auf diesem. Jetzt ist mir beinahe Bella Mai komplett abgerauscht. Aber die Klerikerin kann doch bestimmt heilen. Um ein ausgewähltes Ziel zu heilen und dabei 7 bis 8 Trefferpunkte wiederherzustellen. Ist jetzt nicht so viel, aber besser als nichts, ne? Ist schon passiert und der Typ ist tot und ich bin noch Stufe aufgestiegen. Alles. Das ist ja alles super. Dann machen wir das doch mal. Ja, hier, gerne. Das magische Geschoss noch ein bisschen hoch skillen. Wir haben noch zwei. Yeah! Jetzt haben wir das ganz hoch. Das ist das Töfte. Eine magisch schützende Kraft. Das ist passiv. Klar, her damit. Jetzt haben wir gar nichts mehr, ne? Können wir gar nichts mehr weitermachen. Okay, aber das war ja schon mal ganz gut. So, wo war ich? Genau, bei dem Speicherpunkt. Das hat ja schon was. Ja, es macht das Ganze ein bisschen kniffliger, ne? Ich stelle mir halt nur so vor, man kämpft sich 2, 3 Stunden durch einen Dungeon, kommt endlich an den großen Endboss und stellt dann fest, dass der viel zu schwer ist. Und man hat aber halt eben natürlich logischerweise vorab gespeichert, bevor man in den Kampf reingeht. Was macht man denn dann? Den ganzen Dungeon wieder zurücklatschen? Ich hoffe, das haben die beim Spieldesign irgendwie beachtet. Gut, gehen wir hier mal in den knochenübersäten Bau hinein. Und gucken mal nach, was da so los ist. Load ist. Los ist. Vielleicht wird das ja auch noch irgendwie in der Zukunft, könnte ich mir vorstellen, weggepatcht werden Well, mit den isn't Updates, this cozy? wo sich die Community darüber Did I beschwert say hat. Ich weiß cozy? nicht. Da sind diese Pilze, die sollen wir doch einsammeln für den einen Pilzesammler. Todeskappenpilz, genau, so hießen die. Ja, damit. Und der will uns alle abnehmen, hat er gesagt. Da haben wir doch einen Grund, hier rumzusammeln. Was haben wir denn hier? Ein Stein? Eine eingesponnene Leiche. Dicke Netze bedecken ein recht frisches Skelett. Was auch immer diese arme Seele gefangen hat, hat ihre Knochen erst vor kurzem abgenagt. Ein sehr flauschiges Plätzchen. Ich nehme an, es war ein Spinnen. Weiß jetzt auch nicht gerade, wie ich da drauf komme. Aber ich hole mir mal einen Wolf dabei. Und probiere mein neues magisches Geschoss aus. Padauz! Mordsteil! Alles weggeknüllt. Sehr gut. Ne, so rum. Was hat dir geheult? Mein Wolf? Mein Wolf ist weg. Ihr habt meinen Wolf umgebracht! Ihr Schweine! Okay, hier, Bellamy, guck mal nach, was da bei dir los ist. Da stimmt doch was nicht. Bevor ich jetzt einen Heiltrank verwende, würde ich mal sagen, heilen geht nicht mehr. Habe ich nämlich erst, hat Cooldown. Wunden, ach hier, noch speziell Wunden heilen. Guck an, er sucht die Gottheit des Zauberns, ein Ziel zu heilen und stellt dabei 10 bis 14 Trefferpunkte wieder her. Das ist natürlich noch besser. Gerade eben haben wir das genommen, ne, oder? Ne, haben wir das haben wir bei dem genommen. Das heilende Wort. Das ist quasi die schwächere Variante zu dem. Dann heil den mal bitte. Schnell. Ganz schnell. Naja, dann halt so, ne? Doof ist, wenn diese. Also da muss ich echt aufpassen. Wenn diese Heilausrüstung zur Neige geht, dann haben wir ein ganz dickes Problem.
Ja, was eine Spinne alles mit sich rumträgt. Ein seltsamer Pilz. Da liegt noch wer. Gold, eine Schnitzarbeit, Knoblauch hat er dabei. Na, wie praktisch. Da bewegt sich doch was. Jetzt nicht mehr. So, da sind noch Pilze. Da oben ist auch wieder ein Spinnending. Ich sehe es doch. Ich sehe es doch ganz genau. Wir speichern mal ab. F5. Schnell speichern, okay. Ein Bär! So, den ersten Spinnending. Na, das magische Geschoss spare ich mir noch auf. Gut, dass ich mir das aufgespart habe. Da kommen nämlich noch viel mehr. Kann ich auch Spinnen schlafen legen? Oder zumindest mal ist sie bewusstlos. Doch gut. So, Haufen auf den Spinnending. Und jetzt Haufen auf den Giftspucker. Ich sehe gerade meinen Bär schon wieder weg. Oh, oh. Die ist wieder da. Oder? Aber sie rührt sich nicht. Ich habe noch ein magisches Geschoss über. Schenke ich dir. Bitteschön. Impressive. Impressive, auf jeden Fall. You have my thanks. Was war das? Achso, der heilt Wunden. Das ist aber nett. Da liegen Überreste. Gold, Abakus, was auch immer. What do we have here? Wie war das eigentlich? Kann ich eigentlich auf den Standardzauber, kann ich da was anderes drauf packen? Außer für das magische Geschoss da hier auch auflegen? Nee, gell? Das ist der erste, das ist der zweite. Das ist der hier und dann kommt wieder der erste. Vielleicht, wenn ich die Plätze tausche. Nee, es bleibt bei den ursprünglichen. Na gut, dann eben nicht. War nur so eine Idee. Wo müssen wir jetzt hin? Hier lang. Ich speichere mal ab. Ist immer gut. Ist da etwa ein Pferd eingespinnt? So, sieht so aus, als würde es zur Karawane gehören. Das sollten wir uns genauer ansehen. Dann machen wir das mal, nachdem ich diesen Pilz eingesammelt habe. Und diesen. Das ist die Sarah, die wir suchen sollen. Nehmen wir mal das Zaumzeug. Das ist ohne Zweifel ein Pferd aus der Karawane. Und es sieht so aus, als wäre ein Name im Zaumzeug eingraviert. Sarah, ist das die Sarah, nach der wir suchen sollten? Dieser Idiot hat uns in die Wälder geschickt, um ein Pferd zu finden. Wir müssen das zu ihm bringen, um sicher zu gehen. Gut, dann lasst uns endlich von hier verschwinden. Ich möchte nicht auf das Ding stoßen, das ein Pferd wie dieses verspeist. Schon passiert. Um was kümmere ich mich denn zuerst? Erstmal um meinen Begleiter. Und mein Kämpfer kümmert sich um die Riesenspinne und du kümmerst dich mal um das. Nee, das ist am naheliegendsten. Kümmerst dich um das. Jetzt, das ist auch schon beinahe das Ende von allem. Das ist zumindest mal das Ende von meinem Magier. Den ich aber stabilisieren kann noch. Das ist unmöglich, sagt er noch. Denkst du? So. Jetzt Haufen auf. Erstmal auf das Viech, damit wir uns dann anschließend auf das Hauptviech konzentrieren können. Aber du nimmst erstmal einen Heiltrank, mein Freund. Jetzt ist wer gerade gestorben. Oh Mann, ey, das geht ja hier. Das geht ja hier. Flott geht das hier. So, wir machen das jetzt mal so.
Guck mal, ob ich nicht schlafen gehen kann. Das hat überhaupt gar nichts gebracht. Und gleich ist der auch noch tot. Hast du einen Trank? Trink den mal. Aber wir haben alle den gleichen Trankpool, sehe ich gerade. Okay, so viele haben wir nicht mehr. Müssen wir gleich mal nachkaufen. Aber da habe ich schon gesagt, dass du den trinken sollst. Jawohl. Und du kannst mal hier... Kannst du irgendwas Negatives auf die Spinne hauen? Heilige Flamme. Umringt ein ausgewähltes Ziel mit flammenähnlichem Glanz. Dem Ziel muss ein Rettungswurf auf Geschicklichkeit gelingen. Oder es erleidet 2 bis 8 Strahlenschaden. Strahlenschaden. Wunden heilen. Hier war doch irgendwie Segen oder so, ne? Segnen. Ruft eine Gottheit an, um alle Verbündeten innerhalb der Reichweite zu segnen. Immer wenn ein betroffenes Ziel einen Angriffswurf oder Rettungswurf auswählt, erhält es +2 auf den Wurf. Da kann ich jetzt nur einen anwählen. Dann hole ich mir mal lieber den. Also, nee, also du. Den Segen. Geht das nur auf dich selbst? Scheint so. Hier habe ich noch keinen Befehl erteilt. Du machst jetzt hier mal. Die kleine Spinne ist weg. Das magische Geschoss auf die große Spinne. Du könntest mal hier rumgehen. Schön, das kennengelernt zu haben. Da schon der nächste down. Jetzt wird es aber echt eng hier. Stabilisieren, schnell. Jawohl, er hat stabilisiert. Und jetzt, Bellamite, noch einen Heiltrank bitte. Dann bist du wieder da, mein Freund und Kupferstecher. Während Sloan könnte ich die mal. So, jetzt gehst du bitte wieder außer Reichweite. Alter, ist das ein spannender Kampf, ey. Was kannst du hier machen? Fliegender Feind. Das war dieser Speerwurf, das wollen wir bei der gar nicht. Was hast du hier für einen Trank? Trank der Schatten. Plus Schleichen. 20 Sekunden lang Regenerationstrank. Ich glaube, das können wir ganz gut gebrauchen bei dem. Da steckt der mal ganz gut ein, ne? Trink den mal. Während Ryslin den Dieb wieder belebt. Geht nicht, weil... Feenspeiergift. Extra Schaden durch Giftangriffe. Das ist nicht gut. Und eingesponnen. Und minus Bewegungsgeschwindigkeit. Dem geht es jetzt auch nicht mehr so gut. Bellama ist wieder voll da. Dann musst du jetzt mal hier das übernehmen. Schnell, hol ihn noch zurück. Oh Gott sei Dank. So, und du kannst jetzt leider keinen Heiltrank mehr nehmen. Das ist natürlich schade. So, jetzt ist der down. Wir haben keine Tränke mehr. Das ist doch irgendwie scheiße. Du kannst auch einen Regenerationstrank nehmen und du kannst mal die diesen Spling vom Hals halten. Weg damit, wunderbar. Und jetzt auf die Riesenspinne drauf. Auf die Riesenspinne. Attacke. Komm, noch ein bisschen. Noch. Und das war's. Jetzt sind wir down. Ja, sorry, da wurde ich gerade unterbrochen. Da sind wir wieder. Frisch gestorben. Gehen wir direkt nochmal ran. Das lassen wir uns auch nicht gefallen hier. Falsche Richtung. Das Pferd. Diesmal machen wir das anders. Und zwar geht der Bella bei mal. Ne, stopp. Von der Gruppe weg. Ihr lauft jetzt nicht hinter den hinterher. Und dich stelle ich mal hier mit ihm so, euch so als Gruppe dahin. Dann kann der nämlich die Spinne von hinten angreifen. Das ist der Plan. Dann gehen wir wieder an Sarah ran. Alles nehmen. Jetzt folgt der Dialog. Den kennen wir schon. Man kann hier, glaube ich, abkürzen mit der Leertaste. Kann man hier schön skippen. Sehr praktisch. Da kommt hier eure Spinne. Und los geht's. So hatten wir das gerade eben, ne? Okay. Dann würde ich sagen, mein Tier herbeibeschwören. Du kümmerst dich um die Spinne. Die ist ein bisschen zu nah. Was machst denn du? Du kümmerst dich mal um das Viech. Und du hier kümmerst dich um die Riesenspinne. Direkt von hinten. So. Das lief ja schon mal suboptimal, würde ich sagen.
Du gehst mal da raus. Du gehst auch mal irgendwie da weg. So. Dann sind sie beeinträchtigt dadurch. Na gut. Dann muss ich die Spinne wohl mal so wegknülzen. Und der Dieb braucht Heilung. Gut. Die braucht jetzt selber Heilung. Die heilt sich mal selbst. Und zwar hiermit. Gut, den haben wir weg, den haben wir weg. Da haben wir noch einen Spinnling. Haufen auf den Spinnling. Bellamy hält sich. Da kann ich doch direkt schon mal schlafen, bringt nichts. Hier. Auf die Spinne. Drauf. So. Da kommt es angelaufen, ey. Ich glaube, es hackt, weil Bellamy schon da liegt. Es ist mir entgangen. Jetzt muss da magisch einer hinlaufen und ihn wiederholen. Sonst haben wir ein ganz dickes Problem. Richtig, schlank ist die Spinne nicht. Was kann denn Larita? Er hat ein geheimes Starkbier. Trefferpunkte und leicht berauscht. Ich weiß nicht, was das bringt. Lass ich jetzt mal bleiben. Fernkampf brauchen wir jetzt nicht. Verstecken geht auch nicht. Zurückweichen. Weich schnell aus und wird alle... Machen wir das mal. Ja, genau. Dafür ist der Tank doch da. Jetzt hast du ihn umgeknüllt. Jetzt habe ich ein dickes Problem, weil jetzt geht die Spinne auf den Zauberer. Das ist nicht gut. Könntest du da bitte nochmal eingreifen? Und du... Oha. Oha, oha. Ich weiß nicht. Kannst du laufen? Ja, so ganz langsam. Okay. So rum ist in Ordnung. Du... stabilisierst Bellamy. Du nimmst einen Heiltrank. Und der... ja, greif einfach mal an hier. Okay, soweit alle geheilt. Nee, Bellamy ist noch nicht wieder auf den Beinen. Die ist noch im Stabilisieren. Dann... ein Feuerball bitte. Oder ein Feuerblitz. Hier müssen wir höllisch aufpassen, ey. Jetzt hat der schon wieder keine Lebensenergie mehr. So, Heiltrank in den Hals. Bellamy ist wieder da. Auch bitte ein Heiltrank in den Hals. Okay. Bellamy, greif bitte an. Alle. Haufen auf die Spinne. Jetzt kommen wieder die anderen Spinnlinge. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Kann ich mein Tier noch beschwören? Nee. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Weiter auf die Spinne. Fast haben wir sie weg. Ah nein, jetzt der Spinnling, der ist echt gemein. Auf den muss ich aufpassen. So, Bellamy, du kümmerst dich um den Spinnling, während du den reanimierst. Und Raistlin kann mal versuchen, die Spinne schlafen zu legen. Aber eigentlich, Bill, sonst bist du gleich tot. Jawohl, gut, geschafft. Und jetzt... ach, das habe ich auch so gesehen, in Hektik wohl vertauscht, hä? So. Jetzt machen wir den Spinnling da mal weg, der nervt, ja. Die ist schon am Stabilisieren. Der braucht Heilung. Sagt er ja auch, ganz dringlich. Was haben wir hier? Ein Regenerationstragen. Hoffentlich kommt das rechtzeitig. Boah, Alter, jetzt ist die auch noch fast kaputt. Warum ist die... der Giftspucker nicht mehr bewusstlos? Das geht nicht. Komm weiter auf die Riesenspinne. Immer drauf. Immer drauf. Bellamy, was machst du? Warum bist du nicht dabei? Du auch. Und du gehst mal besser da weg. Aus der Schusslinie, weil dich brauche ich als Fernkämpferin. Ich habe die Taktik nicht an. Deswegen machen die nicht alles von selbst. Der ist hinüber. Der. Ach, ja, geil. Nur noch der Kackgiftspucker. Und dann ist es geschafft. Nein, Giftspeichel. Doch, Giftspucker. Der hat Giftspeichel gewirkt. Ich bin für lauter Aufregung ganz durcheinander. Komm noch ein bisschen. Gib ihm. Gib alles. Geschafft. Gott sei Dank. Ja, so ist halt, wenn man auf schwer spielt, würde ich mal sagen. Ne? Ganz schön harte Nummer und das so früh am Anfang. Wer hätte das gedacht, dass das direkt so hart wird? Aber es ging ja. Die Kette, war die magisch? Warum kann ich das hier nicht einsammeln? Weil der nichts hat. Das ist einfach leer. Ja, dann habe ich alles, ne? Gucken wir mal nach. Ja, Bellamy kann eine Stufe aufsteigen.
Sendet Verbündete der Nähe offene Worte zu. Nee, der soll mal selber ein bisschen stärker werden. Sicherer Schlag. Führt einen präzisen Schlag aus. Gerne. Machen wir. Sicherer Schlag 2. Ja, gerne. Immer hochskillen, sowas. Wir haben keine Attributspunkte mehr. Gut, ist der ja auch mal aufgelevelt, ne? Gut, das hätte ich ja beinahe vergessen. Den lassen wir natürlich nicht liegen. Den nehmen wir wieder mit. Raus aus der Höhle hier. Speicher nicht vergessen. So, und jetzt hier entlang, hier entlang. Da geht's wieder raus. Tschüss, Höhle. Ja, ich finde, das war doch schon einigermaßen herausfordernd, die ganze Geschichte. Hat mir Spaß gemacht, der Kampf. War schön fies spannend. Ich hoffe nur, ich habe mich nicht mit schwer vertan. Aber das wird schon. Ich weiß gar nicht, kann man das im laufenden Spiel, kann man da den Schwierigkeitsgrad noch umstellen? Bei den meisten Titeln kann man das ja. Naja, kann man ja dann immer noch gucken, wenn es zur Debatte steht, ne? Ja, die Ladezeiten sind happig. Muss wohl so sein, ne? Nehme ich mal an, sonst würden die das ja nicht machen. Aha, so. Da sind wir wieder. Draußen. Die erste Höhle haben wir gesäubert, aber von der Hauptquest haben wir noch nichts erledigt. Diese Schurken. Söldner, Rekruten, Leute. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.